Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ich zeige euch mal direkt, was ihr heute gewinnen könnt in meinem Adventskalender. Und zwar 10 Endsteine und 2 Beacons, Leute. Ihr müsst dazu einfach ein Like, ein Abo und einen Kommentar schreiben, warum ihr das haben wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns auch gleich wieder beim allerersten Shop. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon beim allerersten Shop angekommen und wir fragen ihn mal, was er für den Kopf hier möchte. Was willst du für den YouTube-Kopf? So, fragen wir ihn das einfach mal und in der Zeit können wir uns ja noch ein bisschen umgucken. Da drüben ist noch ein Drachen-Eisspiel, okay. Ich denke mal, das ist auch von ihm. Was hat hier denn so? 2,5k, vergiss es. 600. Digga, weißt du, wie oft? Was? Digga, weißt du, wie oft die verteilt wurden? Nee, ist er nicht wert. Andere. Ist er nicht. Digga, das ist der nicht wert. Den kriegst du doch schon für 600 bis 700. Und nicht für. Der ist selten. Nein. Digga, der ist doch nicht selten. Der hat sie doch nicht mehr alle. Der ist auf gar keinen Fall selten. Alter, willst du mich jetzt hier verarschen? Ja, ich kann dir auch 1k geben. Auf jeden Fall seltener als die meisten. Nein. 1k. Sonst nicht. Digga, er geht schon 750 von seinem ursprünglichen Preis runter, ey. Pff, von dem her. Okay. Dann nicht. Okay, dann tun wir jetzt einfach mal so Opfer gehen. Okay. Ah, jetzt schreibt er okay. Das war mir klar. So, wir fragen mal, kann ich Pain? Der scampt uns doch jetzt wieder eh Safeness. Safeness scampt nämlich, Leute. Okay. Warte, ich muss erstmal Bank abheben. 2000. Och Mann! Bank abheben 2000. So, pay Physius. Ja, Digga, ich pay dir ja schon. Bitteschön. Hallo? Noch da? Hallo? Okay. Ja, los, Gacke. Sorry für 1k. XD. Jetzt. Gib. Hey, Digga, ist der überhaupt noch da? Ja. Digga, hallo? Ist der jetzt offline gegangen? Warte mal. Das können wir jetzt nachschauen. Ne, der ist noch da. Sorry für einen Kern, nicht, was soll denn das heißen? Er hat doch selber dem Deal zugestimmt. Er muss damit doch nicht scammen. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall der erste Scammer. Könnt ihr euch merken? CityBit 4, PH. Ich sag's jetzt nicht nochmal, weil ich kann den Namen Fistus 1430. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Job. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon beim zweiten Shop angekommen. Und ja, Leute, er hat schon geschrieben, ich hole ganz kurz einen Beacon. Ich habe ihn einmal danach gefragt, ob er einen Beacon hat. Und er hat geschrieben, er ist gleich wieder da. In der Zeit können wir uns hier ja nochmal umgucken. Er hat hier Ryback-Köpfe, Zwieback, okay. Ihr wisst ja, die wurden von Admin wieder oft gedroppt. Wizard Skulls, 350 ist zu überteuert. Die Karten, hä? Son Goku-Karte, nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, was möchte er für den Beacon, Leute? Was willst du da für? Ach, 800 kostet ja. Ja, den nehmen wir doch. Ja, ich glaube, hier war seine Kasse, oder? Ja, unten ist die. Ja, Digga, kommst du mit? Oder? Okay. Dafür hat er jetzt aber ganz schön lange gebraucht, um das zu schreiben. Ja. Ja, der hat hier immer Smileys drin, okay, Digga. Ja, die Kasse ist auf jeden Fall bestens gesaved, Leute. Auf jeden Fall richtig gute Kasse. Ah ja, danke schön. Danke. Er achtet jetzt immer noch auf Sicherheit, Digga. Man kann sich ja trotzdem mit dem Schicken durchbangen.
Aber wer das macht, ist echt armselig. Schreiben mal habe. Also wenn der mich jetzt scammt, hätte ich auch nicht weiter gewusst. Aber der scammt mich ja nicht, Leute. Er hat mir den Beacon gegeben. Schreiben mal. Danke. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Job. Bis gleich.